Hallo und herzlich willkommen bei IQT, dem Podcast für Zuhörkultur und Empathieausbau. Ich bin Hannah und in diesem Podcast geht es um Menschen und um deren Geschichten. Heute bei mir zu Gast ist Christine. Hallo Christine. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in Corona-Abstand, wir haben das Fenster offen, wir versuchen uns nicht zu sehr, nicht zu nahe zu kommen. Schön, dass du da bist, Christine. Ja, ich freue mich auch. Und Christine, wir beide haben uns kennengelernt. Wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Ist schon einige Jahre her. 5 Jahre? 5 Jahre bestimmt, ja. Christine hat mich beim Deutschlandradio eingearbeitet. Ich weiß noch, du warst meine erste Kollegin, die ich da kennengelernt habe. Und ich glaube, wir waren in der Philharmonie, kann das sein? Ja, in der Philharmonie. Und Christine, seitdem sind wir Kolleginnen gewesen. Du arbeitest weiter mit Deutschlandradio, ich ja nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, ob du mal im Podcast sprechen möchtest. Und jetzt habe ich dich endlich vor mir. Und Christine, was ist dein Sternzeichen? Das frage ich ja immer die Leute. Ja, ich bin Skorpion. Skorpion? Das heißt, du hast bald Geburtstag? Ich habe bald Geburtstag. Jetzt. Okay. Nächste Woche. Okay, wie aufregend. Du hattest schon mal so angedeutet, dass du... dass das dieses Jahr eine bisschen andere Geburtstagsfeier ja, werden könnte? Ja, eigentlich gar keine Geburtstagsfeier. Eventuell mache ich mit Zoom was mit meiner Familie und ein paar Freunden. Oder, ich weiß es einfach noch nicht. Also dieses Jahr ist alles anders und ich werde im Atelier sein und meine Familie wird bestimmt mal rumkommen. Wenigstens an die Tür. Wenigstens mit Distanz mal so ein bisschen ja, winken. Ja, mit Distanz. Ja. Ist halt dieses Jahr alles ein bisschen anders. Kaum feiern, das fehlt mir schon und Zusammenkünfte und wenn ja, ist es halt in so einem kleinen Rahmen oder ist schon ein bisschen komisch. Manches kann ich noch nicht fassen und ich denke immer, ich bin in so einem falschen Film und bin jetzt hier eine der Hauptdarstellerinnen. Also mal schauen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen und Ja. Das heißt, du hattest sonst immer größere Geburtstagsfeiern? Sind Geburtstage dir wichtig? Ja, ich mag es zu feiern, zu tanzen und viele Freunde im Atelier zu haben und große Feiern dort zu machen. Nächstes Jahr. Ja. Ich oder übernächstes Jahr. Wir hoffen einfach, dass es... Ich mache ja weiter. Ja, ja. Christine, die Frage aller Fragen, die Frage, die ich allen Menschen stelle im Podcast ist, was ist deine Geschichte? Das ist meine Geschichte. Ich bin Künstlerin, Malerin. Habt ihr jetzt vielleicht schon rausbekommen? ich arbeite nebenberuflich beim Deutschlandradio und habe darüber Hannah kennengelernt. Aber hauptsächlich bin ich Malerin und habe Kunst studiert in der UdK hier in Berlin. Und bin jetzt seit 2002 bildende Künstlerin und eigentlich recht gut erfolgreich, also ich komme immer noch klar damit und ich liebe diese Arbeit und die Malerei und jeder Tag, wo ich malen kann oder weiter diesen Weg verfolgen kann, bin ich sehr glücklich und dankbar. Ich bin auch dankbar über alles, was ich geschafft habe und ich gebe mein Bestes, dass ich weiterhin gut bleibe, eine gute Malerin und tolle Bilder schaffe, die Menschen bewegt und berührt. Und mein Ziel ist das eigentlich, dass ich was gebe durch meine Farben, durch meine Malerei oder durch die Sicht auf die Dinge, auf die Welt und in meiner eigenen Sprache umsetze und vielleicht damit Menschen erreiche und berühre. Also das ist meine Geschichte, ja. Die Kunst. Das ist deine Geschichte, die Kunst, die Malerei. Du hast gesagt, das ist so eine eigene Sprache. Wie hast du zu dieser Sprache gefunden? Also war dir irgendwie immer klar, dass du da irgendwie in diese Richtung gehen wollen würdest? War das immer die Sprache, die du gewählt hast? Ich kann das eigentlich schon mit Ja ganz klar beantworten. Schon als kleines Kind habe ich immer gerne gemalt und mir Stifte gewünscht. Und aus Westpaketen waren dann irgendwelche Filzstifte drin, das war ganz was ganz Feines. Ich habe die Wände bemalt, ich habe eigentlich immer gemalt.
Bedingt auch oder unterstützt durch die Familie, besonders von meiner Mutter her und der Omi. Also eigentlich verfolge ich den oder darf diesen Traum leben, den meine Mutter und meine Omi sich gewünscht haben. Und ja, also eigentlich von frühester Kindheit an war mein Ziel oder mein Wunsch, Malerin zu werden. In DDR-Zeiten, weil ich das Abitur nicht hätte machen können, war kein Studium möglich. Wäre dann der zweite Weg, Schaufensterdekorateurin oder Hebamme geworden. Okay, Ja. okay. Das heißt, du hattest irgendwie damals gar nicht die Option, Kunst zu Nee, gar studieren. nicht, weil die Eltern nicht so politisch konform waren und ich hätte kein Hochschulstudium machen können zu DDR-Zeiten und einfach nur 10 Jahre Schule und dann wäre ich entweder Dekorateurin oder Hebamme geworden, weil ich auch einfach kleine Kinder sehr mag und Babys und als Kind auch sehr gerne mit Puppen gespielt habe und so weiter. Der erste Ja. Schritt, ja. Ja, aber dann kam doch alles anders und ich habe weiter gemalt und auch im Teenageralter nie damit aufgehört und wurde gefördert von allen Seiten und ist schon ein bisschen aufgefallen, dass da was hinter ist. Und dann konnte ich nach der Wende dann das Abitur machen, bin nach Berlin wieder zurückgezogen zu meinem Vater, weil ich dann in Berlin eine Schule gefunden habe. In Pankow, das Ossietzky-Gymnasium, wo ein Kunstleistungskurs war. Ja, da bin ich dann auch schon aufgefallen. Und dann habe ich mich beworben in Weißensee und an der UdK. Damals hieß sie noch Hochschule der Künste, HDK. Und wurde an beiden Schulen genommen, habe mich aber für die Krass. UdK entschieden, weil dann in diesem ganzen Umbruch eigentlich ein bisschen klar war, dass es vielleicht international besser wäre, wenn ich an der UdK anfange, weil es nicht klar war, was mit Weißensee wird. Und ja, und dann habe ich angefangen zu studieren und Hammer. Wie ja. war dieses Studium? Du bist schon aufgefallen, aber ich stelle mir das dann so, also auf so einer Kunsthochschule oder einer Kunstuniversität einfach so vor, dass natürlich auf einmal kommen da so ganz viele Leute zusammen, die alle diesen Traum haben, die alle irgendwie ganz eigene Stilrichtungen haben, eigene Sprachen sozusagen haben und dann kommt man so zusammen. Wie war das Studium für dich? Naja, das war auch damals noch ein bisschen anders. Also man musste über eine Aufnahmeprüfung gehen. Da wurden dann ein paar ausgewählt und dann gab es noch eine Woche Präsenzaufnahmeprüfung, wo man jeden Tag ein Thema hatte und vor Ort nochmal arbeiten musste. Und letztendlich wurden dann 25 neue Studenten aufgenommen. Das war natürlich ein ganz anderes Umfeld bei 25. Wir waren ein tolles Team halt. Also das ist anders. Da waren nicht 300 Studenten, sondern pro Neuaufnahme, pro Jahrgang halt 25. Und wir haben dann erstmal alle zusammen 2 Jahre Grundlehre gemacht, wo dann alle Bereiche, auch Bildhauerei, Fotografie, Video zusammen gelernt haben und dann wurde es so ein bisschen aufgespalten, je nach Wunsch oder was jemand Interessenfeld, ob man in eine Malereiklasse geht, in eine Installationsgeschichte oder sonst was. Und das war aber klar für dich, dass es Malerei Ja, es sein war schon würde. immer die Malerei, also die Farben, ich weiß nicht, für mich war die Malerei immer, immer klar, also das hat sich dann einfach auch so weiterhin gezeigt und ja, ist dann einfach so gelaufen und es war nicht immer leicht. Gerade dieses erste Jahr war schwer, weil ich eine der Jüngsten war, weil ich ja gleich nach dem Abitur hingekommen bin und manche hatten schon ganze Studiengänge abgeschlossen oder Ausbildung. Die waren schon viel älter und reifer und es war nicht so leicht, das erste Jahr mich da auch ein bisschen durchzuboxen und also akzeptiert zu werden, dass auch was Junges schon was kann. Ich glaube, da Aber leiden ja viele dann, junge Menschen drunter, dass man sie ernst nimmt, genau, so, ja. ja. Und, aber irgendwann war es dann so, man hat mich angenommen und respektiert und es sind tolle Freundschaften entstanden. Und
Ich hatte eine schöne Studienzeit, also wirklich bin dankbar über dieses unbefangene Leben auch und über diese Freiheit und sich selber dort zu finden, viel Zeit zu haben. Es waren ja auch ganz andere Umstände, als vielleicht heute zu studieren. Also Was meinst du es war damit? alles viel persönlicher auch. Also, Ja gut, natürlich jetzt auch nochmal extrem, ne? ja, Also also jetzt ja. möchte ich, also tun mir die Studenten wahnsinnig leid. Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen, nur noch online alleine und gerade so in der ersten Zeit, wo man so sich selber erstmal so finden muss und klar werden muss, was man eigentlich will. Und dort, das ist gar nicht zu beschreiben. Es ist wie so ein Klassensystem. Man fühlte sich so aufgehoben und trotzdem wurde man in Ruhe gelassen und konnte sich selber entfalten und sich selber entwickeln halt. Also. Ist ja, glaube ich, für alle Studiengänge wichtig, aber wahrscheinlich für die Kunst wahrscheinlich noch mal doppelt und dreifach wichtig. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber von außen betrachtet habe ich das Gefühl, dass die Kunst viel, 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 viel mehr Eigeninitiative irgendwie braucht oder erwartet, weil es gar nicht so viele Strukturen gibt, in die du reinkommen kannst. Also jetzt mal so zum banalen Vergleich, wenn du jetzt BWL studierst, du weißt, es wird irgendwo ein Praktikum geben für dich, es wird irgendwo eine Arbeitsstelle für dich geben. Bei der Kunst und bei der Malerei stelle ich mir das so vor, dass es so ein, die Malerei findet in einem Raum statt, aber was dann sozusagen mit deinen Kunstwerken passiert, die Vermarktung, Galerien etc., das ist nochmal so ein ganz eigenes, ja, System, in dem man ja nicht zwangsläufig rein, in das man nicht zwangsläufig reinrutschen muss. Nee, also das hast du schon gut gesagt. Aber irgendwie hatte man sich damals auch gar nicht so Gedanken darum gemacht, was später wird. Es war wie so ein, ja, also dieser ganze Markt, den hatte man noch gar nicht so im Kopf. Und man hat eigentlich immer nur diesen Moment gesehen und gelebt und vielleicht das nächste Jahr, dass man ins Ausland geht, ein halbes Jahr und also man muss sehr viel selber entscheiden. Das lernt man schon im Studium. Also genau, ob ein Bild fertig ist oder was jetzt damit passiert. Also oder ob man es in Ruhe lässt, ob es ja wie die Farbe an der linken Ecke wird. Es ist ständig eine neue eigene Entscheidung. Also das ist nicht immer leicht und manchmal wünscht man sich auch, dass jemand da ist oder damals schon da war, der sagt, stopp, ist alles super oder du machst es. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass man es das so früh gleich gelernt hat, selber zu entscheiden und auf seine eigene Stimme zu hören auch. Und ich glaube, das war auch ein guter Weg, um auf diesen Weg geführt zu werden, jetzt diesen Kunstmarkt, wo es um Geld geht, um Kommerz und Konkurrenten und ständig der Kampf. Es ist auch in den letzten Jahren extremer geworden. Das war damals alles noch nicht so, würde ich sagen. Also jetzt geht, also möchte ich auch nicht Kunststudent sein, weil auch dieser Markt, der ist irgendwie anders geworden. Es gibt auch so viele Leute, die Kunst in Anführungsstrichen machen. Und dort war, also damals war man noch so eine Ausnahme, also so ein Exot und ja, und jetzt werden auch mehrere mehr aufgenommen. Also es ist von allen Seiten, jeder ist irgendwie Künstler, so kommt es mir vor. Ja, Ja. und hast du das Gefühl, dass, also durch was glaubst du, hat sich das so verändert? Also glaubst du, dass zum Beispiel Social Media oder was hat da sozusagen eine Rolle gespielt? Was glaubst du? Ja, auf jeden Fall Social Media, das macht schon viel aus und das Internationale und der doch mehr Austausch, das Internet, würde ich sagen. Ja, es ist alles so schnell, es verändert sich alles so schnell. Dann kommt der nächste, der andere wird links liegen gelassen. Und manches ist bedauerlich, die Entwicklung, würde ich sagen, halt. Das macht die Leute auch kaputt. Ja, weil ich glaube ja auch so, die Kunst steht ja eigentlich dem Kommerz so diametral gegenüber, ne? Also die Kunst muss sich ja irgendwie, du hast ja auch irgendwie am Anfang gesagt, das ist eine Sprache für dich, du willst Leute damit irgendwie berühren, Menschen damit erreichen. Das hat ja im Grunde erstmal gar nichts mit Kapitalismus zu tun, ne? Und gleichzeitig musst du ja aber auch irgendwie
dich ernähren oder bist ja auch irgendwie Genau. Teil dieses Systems. Und das stelle ich mir ja wirklich schwierig vor, da sozusagen für sich auch einen guten Weg zu Ja, finden. auf jeden Fall dieser der Kampf ums Finanzielle, ums Überleben, wenn man halt mit diesem Beruf irgendwie leben möchte, muss man leider doch schon auf diese Schiene springen und verkaufen, klar, präsentieren ständig. Ja, mittlerweile auch ständig posten, auch Instagram, das mache ich natürlich jetzt auch alles. Es ist wahnsinnig anstrengend für mich, aber ich muss auf diese Schiene leider auch raufspringen, um irgendwie auch außerhalb meiner Galerien und Institutionen, die mich vertreten, aufmerksam zu machen. Und ja, die Leute wollen jetzt auch irgendwie wissen, wie so eine Künstlerin lebt, wie das Umfeld ist, wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Man muss so viel von sich preisgeben, und das ist auch anstrengend, das kostet auch so viel Zeit. Zeit Voll. vom Malen nimmt es mir. Manchmal möchte ich alles hinschmeißen und meine Profile löschen, aber dann sagen mir wieder andere, du musst es weitermachen, es geht einfach nicht mehr ohne. Und du hast ja auch schon viel positives Feedback über Social Media bekommen, so wie ich das Ja, verstanden habe, ne? klar. Ich habe auch dem viel zu verdanken, also Ja. deswegen ziehe ich das ja auch weiterhin durch, aber eigentlich wünsche ich mir jemanden, der das macht für mich, Ja. dass ich einfach nur malen kann, Ja, klar. weil es geht doch viel Zeit drauf und Voll. jetzt auch ja überhaupt durch dieses Internet und ständig E-Mails und man muss erreichbar sein. Warum haben sie noch nicht geantwortet? Also das ist alles so, wow, gib mir einfach ein bisschen Zeit. Ja. Ich bin so ein langsamer Mensch. Genau so langsam, wie ich an meinen Bildern male. Ich arbeite wochenlang an so einem Bild. Das ist nicht so schnell dahergeworfen und ich bewege mich auch langsam. Ich lebe irgendwie langsamer in den Tag rein. Es ist mir manchmal einfach alles zu schnell. Die Bahn fahren, es ist laut und von allen Seiten Menschen. Und jetzt genieße ich sogar ein bisschen dieses Jahr, muss ich sagen, weil alles ein bisschen langsamer läuft und ein bisschen mein Rhythmus. Ich schlafe mehr. Ja, und ich muss nicht mehr überall dabei sein. Ich kann viel online machen. Also wieder, da bin ich sehr dankbar, dass es viele Neuerungen gibt. Und ja, es Ja. hat sein Gutes und sein Schlechtes. Also ich muss mich. Ja, ich glaube, für die Kunst, für die Künstlerin ist es irgendwie ja wahrscheinlich so essentiell, sich auch von der Welt nicht zu distanzieren, aber einfach für sich sozusagen, was du gerade gesagt hast, so, dass du eher so langsam in den Tag startest und so. Ich glaube, das ist ja so wichtig, weil wie sollst du auch sonst deine Kunst machen? Das bist ja du. Weißt du, was ich meine? Also zwei Fragen habe ich sowieso die ganze Zeit schon im Kopf. Die eine ist, du hast irgendwie eben angesprochen, dass deine Mama und deine Oma irgendwie an diesem Prozess des Malens beteiligt waren. Inwiefern? Also, wie haben die dich krass gefördert? Haben die dich unterstützt? Wie kann ich mir das vorstellen? Na, die beiden haben selber gemalt. Also ja, Ah! meine Omi bis ins hohe Alter. Jetzt ist sie im Pflegeheim und jetzt geht sie plötzlich wieder zum Malkurs und malt wieder Wahnsinn! mit 96 Jahren. Ich freue mich so darüber. Und die Omi ist die beste Unterstützerin bei der Titelvergabe meiner Bilder. Und meine Mutter hat auch immer gemalt und es hängen ganz viele Bilder in den Wohnungen. Von ihr und von Omi und ich weiß es nicht. Das Talent kommt von dieser Seite und Ja. auch die Unterstützung. Die haben mich bei Malkursen angemeldet und dahin gefahren. Wir haben nach der Scheidung auf dem Land gelebt und meine Mutter hat mich immer dahin gefahren. Ja. Und meine Omi wollte eigentlich auch Malerin werden, aber dann kam der Krieg. Ist ja alles nicht zu vergleichen mit heute. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ja, wie gesagt, lebe ich ihren Traum halt. Ist ja auch interessant, du hast ja auch dadurch, dass du sozusagen diese Institution, also die UdK, die dich sozusagen unterstützt hat, aber auch dann noch deine Familie, wie wichtig glaubst du, ist so eine Unterstützung auf so einem künstlerischen Lebensweg? Ja, die ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man eine Frau ist und wo der Vater eher möchte, dass die Tochter
in einer Bank anfängt, was ja, es war auch alles nicht so leicht. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre ich jetzt doch irgendwie Bankangestellte. Aber jetzt im Nachhinein, also mit Ich bin froh, dass du es nicht geworden bist. er ist total stolz auf mich und ganz toll. Also wirklich, das Schönste war eigentlich bei meiner Meisterschülerernennung. Hat er mir einen ganz tollen Brief geschrieben, der hat mich so berührt, den habe ich immer noch. Und da hat er auch das erste Mal so richtig von Herzen gesagt, dass er, ich bin so stolz auf dich und du wirst deinen Weg gehen. Und es war gut, dass du dich da durchgeboxt hast und nicht das gemacht hast, was ich will. Aber ein Vater möchte natürlich immer, dass die Tochter gerade gut aufgehoben ist und gerade auch in dem Umbruch mit der Wende und als Künstlerin durchzukommen oder als Angestellte in einer Bank, was ja damals das Beste war, was man machen könnte. Er hat es ja nur gut gemeint, aber jetzt sieht er, ich komme damit klar, ich komme jetzt schon über 20 Jahre ziemlich gut Das damit Hammer, klar. Ich kriege jedes Jahr finanziell irgendwie rum und zwar auf kleinem Niveau oder mal schlechter, mal besser. Aber es ging immer weiter und ich bin immer noch Malerin. Also manchmal kann ich das selber nicht fassen, weil das bedeutet schon viel, gerade in Deutschland, wo auch so dieser Konkurrenzkampf so groß ist und nicht jeder mag meine Arbeiten, die sind sehr eigen, aber ich glaube, ist es gut, dass ich immer so bei mir geblieben bin und authentisch bin und einfach das mache, worauf ich Lust habe. Und ja, ich bin über jeden, ich bin selber darüber sehr dankbar, also dass es irgendwie immer weiterging und jetzt auch in diesem Jahr. Es haben sich so viele Sachen ergeben. Manches kann ich noch gar nicht fassen. Es läuft super gut und es geht wieder weiter. Also, Ja, man denkt das manchmal. ja, wo ich im März dachte, als ich aus Island zurückkam, jetzt ist alles vorbei, ne? Also. Island hast du gerade angesprochen. Das war auch die zweite Frage, die ich dir stellen wollte. Du hattest es im Zusammenhang mit der UdK gesagt, dass man so überlegt hat, naja gut, gehe ich dann vielleicht mal ins Ausland hin oder so, ne? Dass das so die Gedanken während des Studiums waren. Und jetzt weiß ich ja von dir, dass du schon mehrere Auslandsaufenthalte ja gemacht hast und dieses Jahr genau in Island warst. Und vielleicht magst du da ein bisschen drüber sprechen, wo dich die ganze Reise überhaupt schon überall hingebracht hat. Also während des Studiums war ich ein Semester lang in Venedig, habe dort studiert im Winter und kurz vor Weihnachten so die Zeit, September bis Februar, es war herrlich, ganz still, kaum Touristen, weil die Leute reisen ja alle eher im Sommer. Und dann mit diesem Hochwasser und Venedig damals noch nicht zu vergleichen wie jetzt, wo jeder dahin will. Es war ja, und dort einfach zu leben mit sechs anderen italienischen Studenten in so einer riesen WG und an der Accademia dort ein Semester zu machen. Dann war ich in der Schweiz ein Semester lang in Genève, in der französischsprachigen Schweiz. Hab dort auch in so einer Künstlerkommune gelebt. Geil. Wir hatten so ein Haus und also da sind immer noch Kontakte und Freundschaften her. Und dann nach dem Studium war ich, also mittlerweile war ich dieses Jahr das dritte Mal sogar in Island. Das wusste ich gar nicht, dass du Ja, schon das dritte Mal da ja. warst. Und immer so für 2 bis 3 Monate und immer im Winter, immer Januar bis März oder so. Januar, Februar, schön, Heftig. wenn keine Touristen da sind und wenn man diese Nordlichter sehen kann, wenn es alles sehr ruhig ist und sehr karg. Sehr krass mit dem Wetter, wahnsinnige Stürme und Schneestürme und unvergessliche Naturspektakel und teilweise auch richtig extreme, beängstigende Sachen dadurch gemacht hat, was das Wetter betrifft. Und Oh Gott, was zum Beispiel? naja, wahnsinnige Oh Schneestürme, Gott. wo wir eigentlich Hausverbot hatten, 3 Tage und Also nicht, man durfte nicht rausgehen. nicht raus, Oh ja, Gott. also jetzt auch wieder dieses Jahr und dann aber auch ganz tolle sonnige Tage und nachts Nordlichter, also Nordlichter kann man gar nicht beschreiben und die so zu sehen immer wieder, das,
ich weiß nicht, ich liebe den Norden und gerade das Karge und ja, dieses Harte, irgendwie dieses Raue und diese Wildheit der Natur, diese Gerüche in Island, dass immer so ein leichter Schwefelgeruch in der Luft ist, das Wasser auch so beim Duschen so schmeckt und ja, diese Extremitäten und auch diese Ruhe, also die ist natürlich auch gut wieder für die Kunst, dass man auch Zeit hat für sich um in Ruhe zu arbeiten. Und ich habe auch immer mit anderen Studenten oder internationalen Künstlern in Häusern gelebt und oder Gemeinschaftsateliers. Und allein auch dieser internationale Austausch, Ja. also auch sprachlich, dass man weiterkommt und viel von der Welt so mitbekommt, wenn man mit anderen Kreativen zusammenlebt, 2 Monate, das macht Wow. was. Und das war auch nicht mein letztes Mal. Also das weiß ich jetzt schon. Meine Ja. Mutter sagte es auch, weil ich meinte, wenn ich jetzt nochmal nach Island gehe, ist mein letztes Mal. Naja, das sagst du immer. Ja, also diesen Winter bleibe ich natürlich erstmal hier, weil jetzt Klar. alles ein bisschen komplizierter ist, aber ich habe das schon wieder so in den Fingern. Ich habe so Fernweh so, Ja. und alle 2 Jahre muss ich hier weg. Also das brauche ich eine Pause, also auch eine kleine Pause, einfach auch weg von allem und so ein ganz anderes Leben führen, mit jungen Menschen zusammenzuleben oder Mittelalten. Also einfach auch dieser Ja. Austausch. Und mein großer Traum ist eigentlich Grönland. Da möchte ich Oh gerne hin, ja. also um wirklich zu arbeiten, nicht unbedingt als Touristin, sondern wirklich, um dort so ein Teil der Gesellschaft zu sein. Also es ist ja doch Ja. anders, wenn man ins Ausland geht, als wenn man 2 Wochen Urlaub macht. Auf jeden Ich Fall, bin nicht so klar. der Urlauber, sondern ich bin mehr der Mensch, der dann, ich reise wenig, aber wenn, bleibe ich länger. Ja, Also und dann so richtig eintauchen. eintauchen, dort Ja. leben, einkaufen und so weiter und Yoga zu machen, also alle Sachen dort mitzumachen. Also Ja. man mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen und es ist ganz anders, als wenn man im Hotel oder so lebt, ne? Klar. Wenn man dort richtig lebt Klar. und gar auch noch in so einem Künstlerhaus und das ist nochmal, es ist einfach schön, Ja. das werde ich auch immer wieder machen, also weil die Möglichkeiten wieder da sind und Wie ja. kommt man an so ein Künstlerhaus? Wie kommt man in diese... Ja, man muss sich bewerben Das halt. sind alles sozusagen Bewerbungen. Also das, Ja. oder erzähl kurz, wie man da reinkommt. Naja, man muss sich bewerben mit Mappe oder Fotos, was man macht, ein künstlerisches Konzept, was man so vorhat, so ein Arbeitsvorhaben, warum man da hingehen möchte. Ja, aber ist ja genauso wie, wenn man einen Job möchte. Ja, Warum? ja. Also, man muss sich präsentieren und dann kann man hoffnungsvoll sein und ja, und dann klappen gewisse Sachen, also ist ja auch mit Kunstpreisen und anderen Stipendien so Ja. und Wer schreibt das aus? Wie, also. sind Institutionen Okay. oder das Ja, ich finde ja, das nur so wahnsinnig spannend, also weil ich einfach niemanden kenne, der sonst sozusagen so künstlerisch tätig ist ja. oder noch nicht in der Form, wie du tätig ist. Deswegen finde ich das ganz spannend zu hören, ne, was es da für Möglichkeiten gibt oder wie das eigentlich organisiert ist, diese Welt. Naja, es sind so Institutionen oder Organisationen, Ja. speziell für bildende Kunst oder Literatur oder für die kreativen Bereiche. Und Ziel ist auch so ein bisschen den Künstlern auch so einen Ort zu geben, um vielleicht, um in Ruhe arbeiten zu können. Also, und ja. Ja, das, ich finde das interessant, weil du hast ja auch irgendwie angesprochen, dass es ja doch viel Konkurrenz gibt oder auch so ein Konkurrenzverhalten und die diese Künstlerhäuser oder diese ja diese Wohngemeinschaften, die hören sich gar nicht nach so Konkurrenz an. Also die hören sich eher so nach so einer gegenseitigen kreativen Befruchtung an. Habe ich das richtig verstanden? Also bei diesen Sachen ja auf jeden Fall. Also wer dann so zusammen ist, ist genauso wie im Studium, wenn man dann erstmal genommen wurde. Das ist dann einfach eine Befruchtung. Also der Kampf ist eher so bei so einer Ausschreibung da. Also, aber da kriegt man das ja jetzt nicht mit, wer sich bewirbt. Aber wenn man erstmal da genommen ist, dann ist es einfach so eine gemeinsame Sache. Da will man das auch zusammen machen und
man hat den offenen Blick. Also man weiß darum, dass man vielleicht mit 10, 12 anderen Künstlern zusammenlebt. Und dann, das sind Leute, so wie ich, die ganz offen da rangehen. Also es ist schon auch vom ersten Tag an, dass man sagt, wer ist man, woher kommt man, und dass man ja Künstlergespräche zusammen macht und in die Ateliers gegenseitig schaut und wow, und sagt, da musst du das machen, aber es wird einfach so, also um den zu stärken, den das Gegenüber, und nicht zu sagen oder auszuspielen, dass man ist so ein Team, also man lernt voneinander und man öffnet sich gegenseitig die Blicke, also, und gerade weil man irgendwie auch fremd ist und gerade, ja, und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Doch, also ich verstehe, was du meinst. Ich Ja. glaube, dass dieser Druck dann einfach weg ist, weil sozusagen es gibt keine Konkurrenz mehr, sondern man ist dann da drin und dann, ja, und dann versucht man sich gegenseitig zu bestärken. Und trotzdem jeder anders. Also es sind völlig verschiedene Positionen, die da aufeinandertreffen, und verschiedene Länder, also verschiedene Ansätze und Menschen natürlich. Es gibt auch ein paar Kollegen, mit denen man da nicht so gut klarkommt. Das ist klar, aber das ist ja überall so. Klar, Und ja, auf jeden Fall. ja. Und wahrscheinlich auch interessant, so, weil du ja auch gleich zu Anfang gesagt hast, dass du in deinem Atelier bist und so weiter. Und die Arbeit ist ja auch, wenn man das so sagen kann, eigentlich eine einsame, ne? Also du bist ja für dich, du bist in deinen Räumen, du bist mit deinen Bildern, du bist die Künstlerin. Und ich glaube, das ist natürlich auch interessant, wenn man dann auf einmal wieder Austausch hat. Man hatte das wahrscheinlich noch mehr so in der Uni, aber jetzt so dein selbstständiges Leben als Künstlerin ist ja wahrscheinlich sehr, ja, sehr Christine bezogen. So. Oh ja, allerdings. Und vielleicht zieht mich es deswegen ab und zu auch weg ins Ausland, um das wieder anders zu haben. Also ich habe das große Glück, dass ich in so einem Atelierhaus arbeite, aber du hast recht, das meiste ist, man ist extrem viel allein und man muss alle Entscheidungen selber machen und ist jeden Tag mit seiner Arbeit da zusammen, und ja. Es ist schwierig, und ich muss auch sagen, in diesem Jahr noch schwieriger, weil man weniger Atelierbesucher hat und intern in unserem Haus wir auch alle sehr vorsichtig sind und uns eigentlich wenig gegenseitig im Atelier besuchen. Und es fehlt mir schon, also das, ja, aber es ist halt so jetzt gerade, und man muss jetzt irgendwie da durch und versuchen dann einfach, ja, deswegen mache ich vielleicht auch Instagram, dass ich dann ab und zu ein neues Bild von mir zeige, wo ich auch sehr Angst habe, es zu veröffentlichen. Und wenn es dann gut ankommt, es gibt mir dann auch wieder ein bisschen Klar. Kraft, ne? Man braucht Also halt irgendwie auch Feedback, ne? man braucht das Feedback. Oder wenn der Galerist sagt, wow, das ist eine tolle Arbeit. Oder wenn ein Bild verkauft wird. Oder die Käuferin sagt, wir freuen uns so drauf. Und es ist so schön, es jetzt zu haben. Und ja, das ist ganz wichtig, sowas. Und aber viel muss man alleine machen, auch mit diesem Bild immer weiterkommen. Und vielleicht war es schon dreimal fertig und ich habe wieder alles kaputt gemacht. Das ist alles so kompliziert manchmal. Manchmal bin ich am Verzweifeln, wenn schon wieder Freitagabend ist und das Bild immer noch nicht fertig ist. Das heißt, eine Woche rum, und ja, ich schaffe 10 gute Bilder im Jahr, ne? Also so, obwohl ich jeden Tag mehr oder weniger dran bin, Stunden, und jetzt noch viel mehr als vor Corona, weil ich viel mehr im Atelier bin, weil bei Deutschlandradio ist auch keine Arbeit, so was die weniger Termine, Ja. keine Feiern, Ja, keine Feiern, gar nichts. kein Swing-Tanzen, alles, was ich früher gemacht habe. Echt, Also bist du Swing-Tänzerin? ja, das fehlt Wow. mir auch alles sehr. Also das muss ich schon sagen. Jetzt auch so mit meinem Geburtstag, die große Tanzparty, meine Freunde da zu sehen, ohne Abstand, ohne Maske. Also das kann ich mir alles gar nicht mehr vorstellen, ob das mal wieder kommt. Also dieses Leben, was ich vorher geführt habe, diese angstlose Zeit, diese auch so viele Menschen, Enge und
Ich sehe das ganz, also ganz oft, wenn ich jetzt irgendwie gerade so, ich weiß nicht, Serien oder Filme oder so gucke und sehe Leute in so großen, irgendwie in irgendeinem Club oder so. Ich denke mir so, Ja, was machen Leute, die? Abstand, Was machen Maske die denn an. da? Ja, wirklich. Ich finde das Ja, so. oder so ein Konzert, so ein Ja, Riesenkonzert. genau. Ist es so. Es ist unvorstellbar Ohne fast schon. Angst ist man da Ja. hingegangen und einfach hin und nicht Ja. dreimal die Hände zwischendurch gewaschen. Ja. Also, das ist so Es ist total surreal. Ja, surreal. das geht Ja. mir aber auch so. Ja, Und voll. also manches kann ich immer noch nicht fassen. Wieso, als ich vorhin meinte, ich denke, ich bin im Film. Also Ja. so, das, so wie jetzt, dass ich den Kopf schüttel und was ist los? Und was ist mit mir auch passiert in den Ja. letzten Monaten? Wie werde ich wieder anders werden dann, wenn, falls es mal besser wird wieder? Oder das sind so viele Fragen gerade in Ja. diesem Jahr. Und also es ist Wahnsinn, was in diesem Jahr so passiert ist und was man auch so nachdenkt. Also es ist eine sehr reflektierte Zeit und Eine ja. Frage, die ich mir gerade so stelle, weil du gesagt hast, ja, wie verändere ich mich und so. Wie glaubst du, verändert sich deine Kunst mit dir? Also hat die sich verändert oder hast du das Gefühl, dass das so gleich läuft? Also Christine verändert sich, deine Kunst verändert sich. Oder hast du das Gefühl, das sind zwei individuelle Sachen, die sich in unterschiedlichen Formen verändern, in unterschiedlichem Tempo Also ich verändern? glaube, die verändern sich erstmal so auf den ersten Blick unterschiedlich. Ich weiß es nicht, was ich in 5 Jahren sagen werde, weil vieles sehe ich auch erst später. Ja, okay. Und ich glaube, das kann man vieles, was dieses Jahr entsteht oder jetzt auch nächstes Jahr noch, das kann ich, glaube ich, oder können auch andere erst, glaube ich, später Ja. sagen. Ja, da gab es, das hat sich verändert. Was ich jetzt schon sagen kann, es ist konzentrierter geworden, so wie ich selber. Es ist ruhiger geworden, meine Malerei, wie ich selber. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Und vieles, denke ich, werde ich auch selber erst später sehen. Und genau nach meinen Auslandsaufenthalten, da passiert in dem Moment jetzt soweit noch nichts. Viele Sachen, so eine kleine Änderung in der Malerei oder dass irgendwelche Islandbilder entstehen, die entstehen dann im Sommer danach, also so Monate Ja. danach, weil dann erst mein Kopf so hinterhergekommen ist, Interessant, ja. dass es so gesackt ist, reflektiert ist und dann kommt es, ups, kommt Ja. es raus. Ja. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen langsamer bin, also ja, so, Ja, ja, zu spannend. langsam für diese Welt, Nein, glaube ich. nicht zu lang. Ich finde das, guck Immer mal, ein bisschen zu das, spät, nein, immer ein aber bisschen das hört sich so, verträumt. nee, ich finde, das sollte man gar nicht so negativ bewerten, weil ich finde das, also ich finde das, wie du das gerade beschreibst, eine super interessante und super bemerkenswerte Herangehensweise, also Sachen sacken zu lassen und dann erst sozusagen, Ja. ich finde, wir gerade weil wir in so einer schnellen Zeit leben, ist das eine bemerkenswerte Form von Resilienz, finde ich, oder auch eine Form von Leben, dass man sagt, und ich glaube, dass so konserviert sich Kunst ja auch irgendwie, ne? Also, dass man sagt, nee, ich muss nicht auf jeden Zug mit aufspringen, sondern ja, ich gucke, ich bin, das hast du ja auch beschrieben, du versuchst bei dir zu bleiben, du versuchst deine Sachen zu machen. Das zeigt das ja eigentlich einfach nochmal so. Das ist ein super Beispiel dafür, dass du halt einfach bei dir bleibst und deine Kunst halt auch da und dir halt auch Zeit gibst dafür. Weil das ist halt was ich glaube halt auch ganz oft so ein Qualitätsmerkmal ist. Zeit. Das denken wir Ja. alle gar nicht. Wir denken, wir müssen immer ganz schnell und dies und das, aber Ja, genau. ich denke mir das halt bei meinen Texten zum Beispiel manchmal auch so. Ganz ehrlich, also kein Text kann gut werden, wenn ich ihn an einem Tag schreibe. Das ist illusorisch. Also das ist eine schöne Idee und das kann am ersten Tag auch schon super werden. Aber kein Text wird gut, wenn du nicht mindestens noch zwei, dreimal überarbeitest. Und so ist das mit so vielen Dingen. Aber wir leben halt in so einer Performance-Kultur, habe ich so das Gefühl. Klar, Instagram ist so, da-dam, da-dam, du musst direkt posten, du musst direkt gute, kluge Sachen, tolle, inspirierende Bilder oder was auch immer posten, um irgendwie so ein direktes Engagement zu fördern, wohingegen das ja irgendwie nicht unbedingt für Qualität spricht, ne? Also ich glaube, das ist in allen Bereichen ja irgendwie interessant, wie wir das navigieren, Zeit und unsere Zeit, in der wir leben, so. Ja. Ja. Ja, das stimmt.
Man darf sich auch nicht da reinreden lassen, wenn jetzt von anderen Seiten, von irgendwelchen Galeristen, so, wenn die wollen, dass man schneller ist oder mehr schafft. Und ich sage auch allen, das geht nicht. Ich bleibe bei meinem Rhythmus. Hammer. Geld ist nicht alles. Ich will vor allen Dingen gute Bilder malen und ich mache das erstmal für mich. Und das, ich gehe lieber jobben. Ja. Also das muss ich ehrlich so sagen. Das, ja. Und das bedarf ja auch nur so eine... Ich will keine Massenprojekte machen und ich will auch nicht so eine Malerin sein, die jede Woche ein Bild fertig hat. Ich werde es auch nicht schaffen, weil meine Bilder sind ein bisschen anders und Aber das bedarf so viel Stärke, finde ich, das für sich so anzuerkennen. Ja. Ne? Und das einfach auch so zu kommunizieren. So bin ich. So. Und so akzeptiert mich Leute. Genau. Also entweder ihr wollt oder... Und es gibt ganz viele, die hinter mir stehen. Ganz viele und immer mehr. Und es wird alles schon gut werden. Das freut mich. Das ist so schön zu hören. Und das freut mich auch so zu hören. Und wie gesagt, ich finde das auch einfach ganz, ganz bemerkenswert, wie du dein Leben gestaltest mit der Kunst. Oder du als Künstlerin, wie du dein Leben gestaltest. Weil es ist auch einfach... wie wir ja in diesem Gespräch schon so teilweise angerissen haben, einfach auch super schwierig. Und aber auch wie du sozusagen zu dir stehst, ich finde das einfach beeindruckend. Das kann man ja branchenübergreifend zu jedem sagen, ne? Oder überhaupt einfach zu jedem Menschen einfach sagen, dass das voll wichtig ist, dass man zu sich steht und zu seinem Tempo und zu seinen, zu seiner... Ja, zu seinen Eigenheiten und Macken. Also ganz das genau. Muss man einfach irgendwann mal... Ja. Umso schöner, dass du es akzeptiert hast. Christine, eine Frage, die ich auch immer allen Menschen im Podcast stelle, ist die Frage, wem man noch mehr zuhören sollte, weil das ist ja ein Podcast für Zuhörkultur und Empathieausbau und da frage ich mich halt immer so, wem findest du, wem sollte man noch mehr zuhören? Ich wünsche mir eigentlich, dass man sich gegenseitig mehr zuhört, in allen Ebenen, auch jetzt politisch oder auch unter Künstlern, dass man sich gegenseitig irgendwie akzeptiert und Meinung zulässt, ohne alles gleich komplett zu verfluchen oder abzulehnen, sondern ich wünsche mir eigentlich mehr so komplett in dieser Gesellschaft, dass man den anderen ausreden lässt und uns einfach zuhört und versucht, da auch was zu sehen oder so ein bisschen Verständnis aufzubringen und nicht immer nur seine Meinung als oberstes Gebot so denkt, dass das richtig ist. Und dass man ja mehr Offenheit wieder oder mehr Offenheit ist und Verständnis und und dass man sich zuhört und ausreden lässt, das ist ganz wichtig. Und was ich schade finde, dass zu schnell geurteilt wird und wenig Akzeptanz untereinander und ich weiß nicht, ob das reicht. Das reicht mir absolut als Antwort. Nein, das ist, ich finde, das ist absolut guter Punkt. Und auch das Ausreden lassen. Ich finde das ein super Punkt, weil das ist das ja. Also zuhören ist das eine, aber die andere Person einfach sozusagen in ihrer Gänze erstmal reden zu lassen, das bedarf ja auch einfach einer Offenheit. Und deswegen, ich finde das voll wichtig. Christine, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen willst? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du dir vielleicht erhofft hast zu erzählen oder noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Irgendwas, das wir übergangen haben? Eigentlich fällt mir jetzt so nichts ein. Ich glaube, dass ich schon sehr viel gesagt habe und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das jetzt beenden. Ja, wunderbar, dann beenden wir das Ganze also doch. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was, nein, um Gottes Willen. Was noch so ein i-Tüpfelchen wäre. Ich frage das auch immer nur. Du möchtest noch was irgendwie wissen. Also ich glaube, ich habe schon sehr viel Persönliches, glaube ich. Finde, du hast, ich finde, das ist eine wunderbare Aufnahme geworden. Und ich frage das immer nur noch sozusagen zusätzlich, weil das ist mir halt
das ist mir wichtig beim Ausreden lassen, beim Zuhören, dass man halt wirklich alles erwähnt hat, was man vielleicht noch erwähnen wollte. Und manchmal übergeht man ja irgendwas oder so. Und das, da frage ich dann immer lieber nochmal nach. Aber ja, du hast es wunderbar im Grunde schon beendet. Dann beenden wir das Ganze hier auch. Ihr könnt dem IQT-Podcast bei Instagram folgen. Ich werde natürlich ganz viel von Christine verlinken. Wir verfluchen das Internet zum Teil, ja, aber... Aber dafür ist es ja eine wunderbare Gelegenheit und genau, ich werde Christines Instagram-Account verlinken, da könnt ihr euch dann auch auf ihrer Seite, auf ihrer Website umschauen, ihre Bilder sehen, was sie sozusagen gerade für Unternehmungen startet. Ansonsten könnt ihr dem IQT-Podcast auch bei YouTube folgen, es gibt ihn wie immer bei Spotify und auch bei Apple Podcast. Abonniert ihn gerne, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Christine. Ich danke dir. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben es geschafft. Schön, dass du da warst. Genau, danke für eure offenen Ohren und dann sagen wir jetzt tschüss. Tschüss. Bye, bye und auf bald.